Jo, moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS 17. Ja, ich bin halt heute jetzt dabei, also heute Morgen hat Hector hier alles, naja, gemäht sozusagen. Naja, gut, hat ein paar Placken hier liegen lassen, aber egal. Ja, wir wollen jetzt, wir haben jetzt vor, hier erstmal schön ein bisschen Silo auf den Haufen zu fahren. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir los. So. Man sieht nichts. Ja, komm, wir fahren einfach mal. Was kann schon passieren, ne? So, ja, kann gleich der Blinker drinnen bleiben. Ja. Der hat das halt gemäht, dann hat er das geschwadet. Jo, was gibt's Neues, ne? Wir haben Proben genommen vom Gestein, weil die haben ja entzündete Euter gehabt und wir haben auch Keime in der Milch festgestellt, aber das kommt nicht vom Stall, sondern es kommt, weil eine Kuh krank war. Das sieht man in den großen Augen. Wenn die richtig große Augen haben, merkt man, dass sie krank sind und dann hat die irgendwas mit der Milch. Und davon kamen die Keime in die Milch. Da haben wir die Milch als Tank sauber gemacht. Die Kuh, die musste geschlachtet werden. Ja, die haben wir verkauft. Und jetzt ist alles wieder gut. Die hat halt uns die Keime in die Milch gemacht. Ne? Das ist es halt. Ja, jetzt fahre ich halt hier schön Gras zusammen. Ich bin alleine. Hector, der hat ja, wie gesagt, der hat ja heute Morgen schon angefangen. Ja, den habe ich jetzt Pause gegönnt. Der ist einen ganzen Tag da. Du Hector, der macht einen ganzen Tag, ne? Da kümmert sich auch darum, um die Kuhställe und alles, dass da alles läuft. Ja. Und deswegen das bisschen Gras hier, den dritten Schnitt, also, ja, dritten Schnitt. Den fahre ich einfach so zusammen, weil das ist am einfachsten. Ja, erstmal Tempomaten hier ran. 10 km, ja, 10 km/h ist in Ordnung. Für 18, ja, da sieht man genau, 18, 1800er, das hat ja die meiste Leistung mit der Drehzahl. Was haben wir denn? Ja, 540er Zapfwelle. Das passt. Ja, ich denke mal, hier für das Gerade, am geraden Ländern reicht der 514 auch schon. Hat er halt heute Morgen sporadisch gemäht. Ich habe gesagt, du, Wetter ist gut heute. Mit Sonne, klar, Silo, wenn es den ganzen Tag drauf knallt, dann ist das auch in Ordnung. Heute Morgen gemäht, heute Mittag, also Mittag, 3 Uhr, naja, Nachmittag geschwadet. Dann haben wir es noch ein bisschen liegen lassen im Schwatt. Und dann, ja, haben wir es gepresst. Ja, fahren wir es halt zusammen. Hector ist dann am Schwadenheim, du hast gesagt, ein bisschen mal hier alleine. Das Verdichten ist ja nicht viel. Wir haben ja den dicken Radlader. Fährst du dreimal drüber, ist er fest. Naja, ganz so nicht, aber der drückt schon ordentlich und deswegen muss ich gar nicht so viel verdichten. Wenn er dann jetzt, machen wir es so, dann drücke ich das jetzt schon mal an. Und morgen früh fährt der Hector das nochmal restlich fest und dann, jo. Ich denke mal, morgen müssen wir nochmal mit ein bisschen, müssen wir es nochmal kurz spritzen, die Frucht. Und dann würde ich sagen, ja, vielleicht nochmal eine. Auf Weizen, der muss nochmal eine Gabe Dünger kriegen. Aber sonst, ja, sonst ist alles in Ordnung. So. Zurück. Ja, ich bin hier mächtig am Kurbeln, aber 900 Grad, ne? Ja, aber man sieht, also der dritte Schnitt, der Kalkamon hat sich bezahlt gemacht hier auf den Flächen. Auf den anderen hatten wir ja Volldünger jetzt am Anfang drauf gestreut. Aber naja, gut, ne? Das passt so ziemlich alles.
Ja, Hector hat das aber auch gut geschwadet, finde ich. Ja, das ist alles noch Placken, die wir vom letzten Mal von Heuner liegen geblieben. Und das Ding ist, das war, weil wir haben vergessen, bei der Presse ist hier unten an der Pickup sind ja zwei Räder dran. Und da hat er halt vergessen, die hochzufahren. So, welche nehmen wir denn jetzt am schlausten? Die hier schön sanft rein. Kommt da hinten mit? Ja, der hat Power. 1800 Umdrehungen. Das passt. Ja, der 500er, das ist eigentlich hier vom Betrieb mein Lieblingsschlepper. Der lässt sich am schönsten fahren. Und dann kommt halt unser neuer Johnny. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen neuen Johnny gekauft. Den habe ich auch gar nicht gezeigt, oder? Ja, komm. Ich glaube, der ist gleich, der Johnny. Habe ich hier vom Wagner, also nicht vom Hugo, der ist vom Hermann Wagner. Haben wir den gekauft. Der Hugo verkauft ja keinen Johnny, aber der Hugo, der will uns, der kann uns den reparieren. Davon hat er Ahnung, aber verkaufen tut er die nicht. Der Hugo verkauft nur unsere Deutz, dann verkauft er Fendt und New Holland. Er verkauft er nicht. Und die Case hat er, also damals hat er die mal verkauft. Aber das ist ja auch schon länger her, ne? Und er will bald Valtra verkaufen, hat er gesagt. Da freue ich mich schon drauf, wenn er Valtra verkauft. Also ich glaube für Valtra, ja, da habe ich schon Bock drauf auf Valtra. Gucken, also wenn dann mal so ein N-Serie oder T-Serie, ja, da habe ich Bock drauf. Valtra ist auch eine schöne Marke, finde ich. Würde passen, ein bisschen. Na gut, mal gucken. Aber ich habe da noch, bevor Valtra kommt, habe ich auch noch ein bisschen was anderes vor mit Schleppern. Oh. Ja, er kratzt schon ziemlich hier. Einmal Allrad drin machen. Oh. Das wird aber jetzt schon. Das geht aber nicht. Ja, einfach hier mal grob daneben fahren. So, fahre ich zwei Wagen für dich. Das, ja, wir haben halt nicht so viele Mitarbeiter, aber ich muss mich ja nicht stressen. Die Ernte dauert echt noch ein bisschen und wenn ich dann alles alleine schön schaffe, bald kommen dann mal wieder Mitarbeiter und unser lieber Herr Benk, der kommt auch bald. So, dann nehme ich Himmel und dann hauen wir mal rein und mal ein bisschen hier. Ja, FPS-Probleme hat er. Ich will mal eine neue Grafikkarte mir mal reinholen. Das, ach. Ja gut, hier geht's. Aber eben habt ihr das ja gesehen. 35. Naja. Ach, warte mal. Erstmal, das war zu tief drinne, war das. So, zack. Ja, der schaukelt sich schön auf. Ne, das mag ich nicht. Das soll er nicht. So, aber jetzt denke ich mal. Ach man, wieso schaukelt er sich so auf? Ja. Heute ist Montag. Nee, heute ist Sonntag. So, jetzt fangen wir hier schön an. So, und dann weiter. Ja, am besten schön langsam fahren mit dem Lenkrad. Passt. Erstmal, ach, das lässt sich aber heute auch wieder. Das ging eben besser. Vorführeffekt, sage ich nur.
Jetzt klappt so einigermaßen. So, nochmal. Au! Oh. Gerade hat er aber echt zu spucken mit der Performance. So. Das Schöne ist ja, der kann sich ja ganz easy auf der Stelle drehen, ja? Der ist von der BGA hier. Für so Arbeiten habe ich mir den mal gegönnt, sozusagen. Ja, die Ränder müssen wir voller fahren. Wir haben ordentlich Berge hier. Wie schön. So. Nochmal zurück. Oh, gerade kriege ich es auf jeden Fall. Fahr zurück. Ah, das geht ja alles dann durch die Stäbe da durch. Entschuldigung. So schnell konnte ich mich auch nicht muten. Ja, die Ränder da vorne, das die Uffahrt da, das mache ich dann auch noch weg. So, also ich ziehe das alles hier nochmal durch die Stäbe durch. Das finde ich, meiner Meinung nach, geht das echt am besten. Ja, ist ein bisschen unrealistisch. Nun hängen wir hier, oder? So. Nee, brauche ich nicht. Eirad habe ich drin. Komm. Scheiße. Nicht umkippt, sonst gibt's mehr Geld von Egedo. So, komm, komm, komm. Ja, draußen. Meckert von Egged. Ja, Allrad und Sperre hilft. Alle vier Räder drehen durch. Mensch, Meier. Naja, das ist. Hector, der kann das besser wie ich. Da gebe ich ihm recht. Das kann er. So. Bup. Nicht so nah da dran. Herr Thomsen. So, schön verteilen. Ja, ich weiß, ich sitze länger hier am Silo verteilen wie am Zusammenkerren, aber wenigstens haben wir da dann jetzt hier schön ordentlich. Ja, da muss ich nochmal drüber. Und nochmal zurück. So, das verteile ich, dass sie langsam runterlaufen. Da geht halt am besten. Aber so sieht das doch schon mal relativ gut aus. Wir haben es in Verdichtung. Ja, das sieht gut aus. Ah, das können wir hier auch. Funktioniert die dann auch oder? Ja, vergesst. I guess. Für die Straße, ne? Da muss man immer die richtige Dosierung finden. So, aber ich würde dann auch... Naja, komm, wir fahren noch los und holen... Naja, einen holen will ich ihn jetzt nicht mehr, aber... Ich würde sagen, losfahren können wir noch. Oh, let him down. Schön Frontlader hoch, zack.
Gut, ich muss echt noch ein bisschen was mit der Optimierung, mit der Grafik machen. Da hilft nichts. Und eine neue Grafikkarte, ne? Ja, hab da schon eine Planung. So, renn. Friedrich. Ah ja, dann. Aber Benki hätte wahrscheinlich auch gedacht, das ist, ja, da hat auch einer aus einem Hans Dampf aus einem Gassen, ne? Das ist Benki. Hätte damals gedacht, als er bisschen Fail getrunken hat, aber naja, was soll's. Ich guck jetzt extra nach da. Ich will nicht zum Hof gucken, weil ihr merkt's bestimmt selber. Der Hof ist ziemlich voll und FPS-Schwankungen ein bisschen, aber naja, ich will hier keinen FPS ansprechen jetzt, aber naja. Gut, aber ich sag da mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Jo, bis dahin, euer Janni. Tschüss.